Blau-Rot TV. Vor dem Spiel diesmal gegen die Sportfreunde Hamborn. Geht wieder los. Winterpause ist endlich beendet. Habe ich mir mal das Abschlusstraining angeguckt. War ja einigermaßen Zucht drin, muss ich sagen. Wie zufrieden bist du mit dem, was du jetzt hier als Abschlusstraining geboten bekommen hast? Ja, sehr zufrieden. Also wir waren überrascht. Erstens, Zuschauer macht wieder Bock. Das zweite war, Supporters waren da und renovieren hier die Kabine. Ist wirklich einzigartig, muss man sagen. Ich habe auch gerade schon zum Seid gesagt, währenddessen sich die Mannschaft warm gemacht hat, hast du das schon mal erlebt, dass da 20 oder 30 Leute da die Kabine, also ist Wahnsinn, großes Kompliment von mir und Rasen ist top repariert hier und es hat, ja, Flutlicht ist da, Bälle sind top, mehr geht eigentlich nicht. Wow, Euphorie pur, ja, das ist nochmal was Neues, genau das wollten wir ja auch hier mal vorm Spiel. Ja, kleinen Ausblick gegen die Sportfreunde Hamborn, haben wir letztes Jahr im Dezember oder ja, im vorletzten Jahr im Dezember noch gespielt. Sehr tiefer Platz, ziemlicher Kartoffelacker war es damals. Jetzt haben wir Februar, die Böden waren gar nicht groß gefroren, sondern es hat die ganze Zeit geregnet. Könnte kleiner Nachteil für uns werden, dass wir da wieder auf so einem Kampfgeläuf spielen müssen. Wie bist du darauf eingestellt? Ja, wir haben die Mannschaft schon darauf vorbereitet. Also bei Bayer, der Platz ist auch sehr tief, muss man sagen. Da trainieren wir ja, haben wir jetzt auch zweimal trainiert in der Woche. Und von daher habe ich den Jungs auch gesagt, dass es jetzt wenig bringen wird, auch in Dribblings immer reinzugehen. Das haben wir in Sonsbeck viel falsch gemacht. Und das müssen wir jetzt besser machen. Wir müssen die Bälle schneller in die torgefährlichen Zonen bringen, damit wir auch mal Abschlüsse aus der zweiten Reihe haben. Und das ist auch das Ziel für Sonntag. Gar nicht groß lang rumzudribbeln und zu warten, sondern eher mehr Torschüsse abzuliefern und torgefährliche Situationen zu kreieren, aber weniger durch Dribblings, sondern mehr durch Flanken aus dem Halbfeld vielleicht sogar, weil wir genügend Leute dann im Zentrum positionieren und das ist der Plan. Wie sieht es da personell aus? Wir haben ja zwei in Anführungszeichen Langzeitverletzte mit Gonda und Thoracidis. Thoracidis hat wieder leicht mittrainiert, habe ich, glaube ich, so mitbekommen diese Woche. Bei Gonda dauert es noch ein bisschen. Gib mal einen kleinen Ausblick. Wer ist sonst noch nicht so richtig fit? Ja, außer Leo, der ist ja noch verletzt, also der wird auch bis Mitte März auf jeden Fall ausfallen. Er ist noch Gonda verletzt, genau, der wird auch noch wahrscheinlich die nächsten zwei Wochen noch ausfallen. Demi hat wieder mittrainiert, genau, der ist auf einem guten Wege. Dabei nicht auf einem guten Wege ist leider Blumi. Der hat sich jetzt nach einer Oberschenkelzerrung hat er sich heute nicht gut gefühlt, hat er mir gesagt, also es macht für ihn keinen Sinn, in Kader zu kommen. Und Phil ist raus mit einer Erkältung. Okay, kriegen wir in der Abwehr personell schon leichte Probleme, würde ich sagen. Wenn zwei Leute ausfallen, hätten wir noch Meissner und Shepard, die da zur Verfügung stehen würden. Wie sieht's da aus? Weißt du schon, was du da im Kopf hast? Beide haben sich gut gemacht, muss man sagen. Also wir haben ja eher im Zentrum dann die Probleme, von daher hat der James da, glaube ich, eher die Nase vorn. Und Pippo Meissner ist ja eher ein Mann für die Außenbahnen, da schätze ich ihn noch stärker ein. Und insofern bin ich aber mit der Vorbereitung insgesamt zufrieden, muss man sagen. Vielleicht nicht immer mit den Ergebnissen, aber das Gute ist ja, in der Vorbereitung sollte man eher die Grenzen aufgezeigt bekommen und das haben wir teilweise. Wir haben aber auch ein Top-Oberligaspiel gemacht jetzt im letzten Spiel auf jeden Fall und von daher Generalprobe, genau. Und von daher bin ich eigentlich zufrieden mit der Vorbereitung, aber es bringt nichts, wenn man zufrieden ist mit der Vorbereitung, das war ich in der Hinrunde auch, sondern es kommt jetzt auf Punkte an. Generalprobe sollte man ja auch in Sand setzen, wenn es klappen soll, dann bei der Premiere, habe ich mir mal sagen lassen. Jetzt sind wir ja sehr froh, dass wir endlich mal wieder über sportliche Sachen reden können. Gib mal ein bisschen Einblick in die Stimmung der Mannschaft. Ich habe jetzt gerade lautstarkes Kommunizieren auf dem Platz, habe ich gesehen. Es war Einsatz, war Zug drin. Wie ist die Mannschaft so drauf mit allem, was so auch drumherum passiert ist in der Winterpause? Ja, war natürlich eine Menge, die auf uns so eingeprasselt ist. Ne? Auf der einen Seite, vielleicht kein Geld da, das nächste ist. Vielleicht können wir das Spiel hier nicht spielen gegen Rot-Weiß Essen, was ja für alle hier ein Thema ist. Ist ja für uns auch ein großes Thema, muss man sagen. Dann der Rücktritt von Marc Schürmann. Wir sind auch froh, dass wir endlich mal wieder über Sportliche kommunizieren können. Und ich versuche natürlich auch das Ganze, ich sag mal, darauf zu begrenzen, was wir beeinflussen können. Und da muss ich sagen, da sind die äußeren Einflüsse
tipptopp, weil ja, wir können uns über die anderen Sachen im Moment überhaupt nicht beschweren. Wir spielen hier gegen Hamburg jetzt erstmal, aber wir haben das große Spiel auch gegen Essen jetzt hier. Wir haben demnächst Top-Kabinen, wir haben einen Top-Rasenplatz hier, wir haben mittlerweile haben wir auch Top-Bälle, wo ich auch immer rumgemäkelt habe, und also insofern ist es von uns jetzt gar kein Trübsalblasen, sondern wir müssen nach vorne gucken, weil das machen alle anderen auch, und da muss jetzt von uns auch was kommen. Kabinen werden langsam, habe ich mir gerade auch angeguckt, werden wir den Leuten dann demnächst auch mal zeigen, wenn wir noch ein bisschen weiter sind, sind ja noch ein paar Tage, sind wir alle optimistisch, dass er gegen St. Tönis schon reinkommt. Jetzt hast du gerade schon erwähnt, das große Spiel von Essen überschattet alles so ein bisschen. Wie kriegst du es geregelt, jetzt den Fokus auch auf ein Spiel gegen Hamborn und zu Hause gegen St. Tönis erstmal zu richten, damit nicht so viel über Essen nachgedacht wird? Ja, die Motivationskurve muss jetzt sofort steigen. Ich meine, für uns ist es eigentlich relativ einfach, das zu machen. Man kann sich jetzt qualifizieren für das Spiel gegen Essen, für die Startelf gegen Essen. Und ja, von daher ist es natürlich jetzt einfacher, als wenn man jetzt im Pokal draußen ist oder so und sagt dann, man guckt sich so ein Spiel dann an. Ich meine, ich bereite mich auch schon jetzt auf das Spiel vor, auf der einen Seite, aber ich gehe zum Beispiel morgen das Spiel auch gucken gegen Ulm, ne, und da versprühe ich auch eine gewisse Vorfreude, aber ich habe auch am Sonntagmorgen eine Vorfreude, wenn ich es endlich wieder losgeht, weil ja, diese täglichen oder wöchentlichen Testspiele, die gehen einem auch auf den Sack, muss man sagen. Ja, hier wird Deutsch gesprochen. Ist doch schön. Was meinst du? Hamborn ist ja jetzt nicht allzu weit. Wir brauchen jeden Mann im Moment. Die Fans werden hoffentlich zahlreich erscheinen. Hoffe ich auch. Also ja, und hoffentlich auch, ich sag mal, positive Stimmung uns verbreiten. Und wir müssen unseren Teil dazu beitragen, dass die Stimmung positiv bleibt. Wir müssen geduldig sein da, das ist so. Und dann wird uns vielleicht auch am Anfang nicht so alles gelingen. Aber dann gucken wir mal, dass wir da mit einem positiven Ergebnis hoffentlich rauskommen, damit wir auch gut in die Saison starten. Weil die anderen Mannschaften, die Konkurrenten sind von uns, die spielen jetzt mittlerweile gerade in den ersten Spielen auch alle mal gegeneinander. Und dann gucken wir mal, ob wir ja, da nicht vielleicht den einen oder anderen Punkt gut machen können. Aber wir gucken erstmal nur auf uns, und wir brauchen hier eine positive Grundstimmung, und darauf kommt es an. Okay, wenn ihr so viel Bock habt wie ich, dann kann nichts passieren am Sonntag. Ich wünsche euch viel Glück. Danke.